Dass NFTs mittlerweile für obszön hohe Summen verkauft werden können, ist, glaube ich, mittlerweile absolut kein Geheimnis mehr. Wenn wir uns allein hier zum Beispiel das Kunstwerk von bekannten Künstler Beeple angucken, was für über 69 Millionen Dollar verkauft wurde, sollte jedem langsam klar werden, okay, das Teil ist nicht einfach nur ein Hype, der kurzzeitig da ist, sondern auf jeden Fall was, was über die nächsten Jahre, Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte auf dem Markt bestehen wird. Und bevor ich jetzt fragt, toll Lukas, was bringt's mir? Ich bin kein bekannter Künstler wie Beeple, ich werde nicht so ein Kunstwerk für 69 Millionen Dollar verkaufen. Das wahrscheinlich nicht, aber ihr seht, dass die Leute, die so eigene Projekte kreieren wollen im NFT-Space, den einen oder anderen Dollar oder Euro in die Hand nehmen werden, um ihre Kollektion gestalten zu lassen, um Aufträge in Auftrag zu geben und so weiter und so fort. Und bevor ihr jetzt noch sagt, ja, aber warte mal, das bringt mir ja genauso wenig, ich bin ja kein Künstler oder kenne mich mit einem Discord-Erstellen aus oder was auch immer. Ihr müsst keinerlei Kunst haben. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist, eine Tastatur auf dem PC bedienen zu können und ein, zwei Nachrichten schreiben auf einer Plattform, die ich euch jetzt gleich zeige. Und ich glaube, das kriegt jeder von euch hin, weil unsere Gesellschaft hängt eh 24/7 am Handy und tippt die ganze Zeit irgendwelche Nachrichten. Also ist es irgendwas, was wir eh schon den ganzen Tag machen werden. Und ich zeige euch jetzt Schritt für Schritt, wie wir das Ganze machen, wie wir da vorgehen und wie wir im Prinzip einfach jemanden anheuern, der für uns die ganze Arbeit übernimmt und vor allem erst nachdem es bei uns in der Kasse ordentlich Katsching gemacht hat und wir einen fetten Batzen Geld bekommen haben. Also ihr seht, wir haben keinerlei Risiko und wir können fetten Profit abkassieren. Falls ihr euch jetzt schon fragt, wie viel da ungefähr hängen bleiben kann, bleibt auf jeden Fall bei dem Video dran, dass ihr nichts verpasst von den ganzen Schritten, die wir machen müssen. Kleiner Hint, es sind nicht viele Schritte und wir können massiv Geld damit verdienen. So, ich würde wie immer sagen, wir legen direkt los und die erste Seite, die wir dafür brauchen, ist People per Hour. So, wie es der Name jetzt schon sagt, für diejenigen von euch, die nicht so gut in Englisch sind, im Prinzip Leute pro Stunde, das heißt, ihr könnt Leute anheuern, die halt für euch Arbeit machen, im Prinzip einfach eine Freelancing-Plattform und ich zeige euch jetzt, was wir hier am besten machen. So, wie ich schon im Intro gesagt habe, in dem Thema oder in dem Video geht es um NFTs. Also würde ich euch empfehlen, wir gehen hier einfach mal auf Search, dann klickt ihr auf Search Offers, dann landet ihr hier auf der Seite und dann könnt ihr hier einen Suchbegriff eingeben. So, da gebt ihr dann einfach mal NFT ein und wir sehen hier schon viele, viele Angebote von Leuten, die hier ordentliche Summen für das ganze Ding verlangen. Und jetzt werdet ihr euch vielleicht fragen, ja gut, 675 Euro, zahlt uns das jemand? Das zahlt auf jeden Fall jemand, vor allem wenn wir hier einfach mal drauf schauen. Wir sehen hier schon, die Leute haben ordentliche Bewertungen, in dem Fall 1309 Bewertungen, was auf jeden Fall eine ordentliche Summe ist. So, wir klicken uns das Ganze einfach mal an und schauen uns das Ganze mal an. Der hat insgesamt schon 42 Sales, also wir können ziemlich davon ausgehen, dass er auf jeden Fall eine gute Art abliefert und eine gute Qualität liefert. Wir speichern uns das am besten auf jeden Fall, indem wir einfach hier die Seite mit einem Lesezeichen markieren auf Google. Und der nächste Schritt ist, was wir jetzt machen müssen, wir müssen eine andere Plattform nutzen, wo wir unseren Service im Prinzip anbieten für deutlich, deutlich mehr Geld. Und sobald wir dort einen Verkauf machen, gehen wir zu den guten Kollegen hin und sagen, hey, ich habe hier einen Auftrag für dich, ich brauche eine Kollektion mit 1000, 10.000 oder 100.000. Ich weiß gar nicht, warum man hier reinschreibt 100.000. Ich habe noch keine Kollektion gesehen mit 100.000 NFTs. Ich meine, das wäre komplett insane. Aber sei mal dahingestellt, wir können Kollektionen verkaufen mit 1000 oder 10.000 oder vielleicht auch mit 100 einfach nur, je nachdem. Und was wir da jetzt machen, ist im Prinzip, wir gehen auf eine andere Plattform, die ihr vielleicht schon durch das ein oder andere Video von mir kennt. Die heißt Fiverr. So. Wenn wir uns das Ganze jetzt hier mal anschauen und wir gehen einfach auf die erste Kollektion, wo wir hier zum Beispiel schon sehen und gucken uns das Ganze einfach mal an, sehen wir, dass das Basic-Paket bei ihm bereits schon 201 Dollar kostet. Keine Sorge, das Basic-Paket ist einfach nur, er zeichnet im Prinzip einen Basic-Charakter von der NFT-Kollektion, einen für 201 Euro. So, hier sind zum Beispiel 1000 NFTs, also eine Kollektion mit 1000 Stück für 1310 Euro. Ja, 1000 NFTs, falls ihr euch mit NFTs nicht so krass auskennt, 1000 NFTs sind auf jeden Fall, oder eine Kollektion mit 1000 Stück ist gar nicht so groß. Ja, die meisten Kollektionen haben so 5 bis 10.000, eigentlich ist 10.000 so die Standardgröße, sage ich mal, das ist so die übliche
Größe, wo die ganzen Projekte benutzen. Viele Projekte haben auch so Zahlen wie 7777 Stück oder 8888, ja, so um den Dreh. Also auf jeden Fall über 5000. Ja, wenn wir uns das jetzt hier überlegen, das sind 1000 Stück. Der benutzt auf jeden Fall einen NFT-Generator, wo man einfach ein paar Sachen einstellen kann, wie zum Beispiel hier. Da kann man dann zum Beispiel einstellen, okay, du hast jetzt diesen Charakter hier und dann gibt es den mit so einem Batman-Überzug auf dem Kopf, ohne Batman-Überzug, vielleicht wo er grinst, wo er nett grinst, mit verschiedenen Hintergrunddingern, und das nennt man im Prinzip Trades. Ja? Das heißt im Prinzip, die Hintergrundfarbe wäre ein Trade, also das gibt einmal mit diesem Gelbton hier, dann gibt es vielleicht noch Blau, Grün, Schwarz, Weiß, keine Ahnung was. Dann habt ihr zum Beispiel 5 verschiedene Trades und dann nehmt ihr noch verschiedene Charaktere oder keine Ahnung was. Und schon habt ihr ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo ihr im Prinzip machen könnt. In den Generator reinmacht und der Generator macht das Ganze. Aber trotzdem mit dieser verschiedenen Artwork. Ihr müsst jetzt gar nicht verstehen, wie das Ganze richtig funktioniert. Wichtig ist einfach nur, dass wir hier ordentlich Geld verdienen können. Wenn wir uns überlegen, wir können den Service hier bei dem Kollegen für 675 einkaufen und das Ganze hier für fast oder für 1300 Euro verkaufen. Ja? Wir zahlen ungefähr 20% Gebühren auf Fiverr, das müssen wir einberechnen. Dann wären wir in dem Fall hier bei 260 Euro Gebühren, kriegen wir trotzdem über 1000 Euro ausbezahlt, und wenn wir gerade mal 700 knapp dafür zahlen, sind wir schon bei 400 Euro Gewinn. Und wir sehen, es ist gerade mal das Standardpaket. Wenn wir jetzt hier auf das Premium-Paket gehen, verlangt der gute Herr sogar 2200 Euro mit der ganzen Geschichte. Ja? Das heißt, abzüglich unserer 20% Gebühren sind wir bei 44 Euro Gebühren. In dem Fall wären wir dann bei 1760 Euro ungefähr. Ja, ich weiß, ich bin ziemlich gut in Mathe. Und wenn wir das Ganze dann abziehen von diesen, oder die 675 Euro noch abziehen, sind wir bei über 1000 Euro Gewinn. Ja? Nur indem wir einfach, nachdem wir hier den Gig verkauft haben auf Fiverr und uns jemand geschrieben hat und gesagt hat, hey, ich brauche so und so ein Projekt, vielleicht mit einem Batman als Charakter oder mit irgendwelchen Superhelden oder die Revolution der Wasserflaschen, keine Ahnung. Ja? Es gibt jetzt zig Millionen Möglichkeiten, wo die Leute als NFT-Art nehmen könnten. Nachdem uns die Leute geschrieben haben und halt ein bisschen Details über die ganzen Sachen gegeben haben, gehen wir einfach zu dem anderen hier von People Per Hour, schreiben dem eine Nachricht, sagen, hey, wir brauchen eine Art-Kollektion mit 10.000 Stück, so und so ein Charakter, wir möchten die und die Hintergründe haben, das und das soll alles mit drin sein. Ja, das sind summa summarum vielleicht, sagen wir einfach mal, 20 Minuten Arbeit. Ja, und 20 Minuten ist schon wirklich großzügig gerechnet, weil ein paar Nachrichten schreiben dauert ja nicht so lange. Dann gehen wir einfach, nachdem wir unser Geld auf Fiverr kassiert haben, hier hin, kaufen uns den Gig. Oder besser gesagt halt hier die Offer von dem guten Herrn, von People Per Hour. Zahlen ihm die 675 Euro und haben über 1000 Euro Gewinn. Ihr könnt es mehrmals machen. Ich meine, wenn wir uns die Kollektion hier anschauen, der hat aktuell zum Beispiel 3 Bestellungen in der Warteschlange, hat 18 Bewertungen, und ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, nicht jeder Kunde gibt euch eine Bewertung auf Fiverr, selbst wenn ihr den nachfragt und sagt, hey, kannst du mir bitte eine Bewertung geben? Wenn ich schätzen müsste, hätte der oder hat er bestimmt 30 Bestellungen gemacht, mindestens. Und selbst wenn er nur das Basic-Paket holt, wovon ich nicht ausgehe, weil wenn ein Kunde hinkommt, dann wird er eine ganze Kollektion haben wollen. Ja, die Leute wollen sich Zeit und Geld sparen. Meistens halt Zeit, weil sie einfach nicht das Wissen haben, wie sie so eine ganze Kollektion machen mit so einem NFT-Generator. Deswegen zahlen die dem wahrscheinlich mindestens 1300 Bucks. Wenn ihr jetzt einfach mal 30 mal die 1300 nehmt, dann hat er wahrscheinlich ungefähr 40.000 mindestens mit den Fiverr-Gigs verdient. Was absolut eine wilde Sache ist. Ich meine, ihr verdient 40.000 nicht mal wahrscheinlich in eurem Job, während ihr 40 Stunden arbeiten geht. Und hier könnt ihr mit 4 Stunden Arbeit in der Woche vielleicht, wenn überhaupt, genauso viel oder mehr sogar verdienen. Wenn das kein Like auf das Video und ein Abo auf meinen Kanal verdient, dann tut es mir leid, dann ist es wahrscheinlich absolut der falsche Kanal für euch. Spaß beiseite, ich will euch hier nicht dazu zwingen, mein Video zu liken oder meinen Kanal zu abonnieren, aber es wäre auf jeden Fall von Vorteil von euch, weil ich bringe solche Videos am laufenden Band, und ja, würde mich auf jeden Fall über den Support freuen. Probiert das Ganze gerne mal aus. Es ist, wie gesagt, komplett kostenlos zu testen. Also ihr braucht kein Startkapital oder sonst was. Komplett risikofrei, weil wenn jemand bei euch gekauft hat, ist das Ding eigentlich safe. Und ja, ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.